Mahlzeit, herzlich willkommen im Red Bull Video Magazin und einem neuen On-Tour-Vlog, Blogschmock, Pridili Prak Prak. Grüße aus Spanien. Sondern, ja, es ist aber auf jeden Fall natürlich schon eine ganz schöne beeindruckende Leistung, solche, auf egal auf welchem Weg. Solche. Der ganze Kreisverkehr ist dicht. Hier vorne, wenn du von der Autobahn kommst, die erste Kreuzung, also von der Autobahn kommt rechts, alle die hier runterfahren, links abbiegen, geht nicht. Straße ist gesperrt, irgendwie Öl oder Sprit oder keine Ahnung was ausgelaufen, Feuerwehrautos, überall Bindemittel. So, die Leute raffen es aber nicht, dass sie nicht links können und stellen sich dahin und warten einfach ab und dementsprechend entsteht hier gerade dieser maximale Überstau. Ich weiß auch nicht, warum die Bullen nichts Besseres zu tun haben, als in den Dom rumzustehen und vielleicht einfach mal hinkommen und den Verkehr regeln und den Leuten mal vermitteln, rechts oder geradeaus, links ist nicht. Aber hier ist gerade echt happy. Oh, scheiß die Wand an, das staut sich bis dahinter hindurch. Aber das ist natürlich noch nicht genug. Gerade 480 Kilometer Stau in NRW im Radio angesagt. Alles angesagt ab 10 Kilometern erst. Überall ist alles dicht und überall ist geknallt. Die fahren wieder wie letzten Heckepenner. Weißt du, es ist halt jetzt Freitagnachmittag, alle am Feierabend. Es ist das lange Pfingstwochenende. Jetzt fahren wir alle mal weg. Und das sind die ganzen Leute, die nie Auto fahren. Die meinen, jetzt müssten alle auf einmal auf die Autobahn. Alle sonst Nichtfahrer und unerfahrene Pkw-Fahrer fahren alle auf einmal gleichzeitig auf die Autobahn und dann scheppert es die ganze Zeit nur noch. Das ist jedes Mal so Ferienanfang und jedes Mal der Freitag vor einem langen Wochenende passiert das jedes Mal exakt genau gleich. Junge. Naja, überraschenderweise ist auch heute Freitag der 13. Gott, es ist immer noch Stau. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt zum Laden da brauche. Vielleicht löst sich das ja bis dahin auf, aber so wie es da hinten auf dem, bei der Sperrung aussah, glaube ich nicht. Es kann nur noch besser werden, dieser Tourvlog beinhaltet mich wieder Freizeit. Parks. Oh, wenn ich das überlebe. Und das erste Mal, dass ich fliege. Aber dazu mehr später hier im Vlog. Ich gehe kaputt, ey. Ja, jetzt bist du auf dem Rückweg. Hat sich natürlich nicht aufgelöst. Dauert irgendwie genauso lang. Geht bis fast zum Kunden der Stau. Auf der anderen Seite jetzt nebendran aber auch schon. Weißt du, einfach diese Linksabbiegerspur an der Kreuzung dicht machen, von vornherein, dann passiert das auch nicht, weil die Leute, die sehen das gar nicht, weil es um die Ecke ist, stellen sich da an und dann staut sich das natürlich zurück, weil irgendwann kommt ja rechts keiner mehr vorbei. Alter, wie kann man eigentlich so hohl sein, diese Scheiß-Cops, ey. Alter, ey. Schon über eine halbe Stunde und noch kein wirkliches Ende in Sicht. Also jetzt rollt es gerade mal wieder ein Stück, aber es hat man eben auch kurz. Das heißt ja nichts. Ich brech ins Essen, ey. Es wäre auch zu einfach, wenn die Sheriffs da mal die Linksabbiegerspur einfach dicht machen würden, damit da sich keiner mehr anstellt. Aber ne, so wie das immer ist, vorm Urlaub hat der liebe Gott den Stau gestellt, gesetzt, gemacht, Wayne. Und wenn wir schon nicht mit dem Auto auf Freizeitpark-Tour gehen, müssen wir irgendwie anders den Stau hinkriegen. Alter Schwede. So, da haben wir das erstmal durch. Ah, hier ist auch Stau. Alter, die stehen hier überall. Ich gehe kaputt, ne? Auf jeden Fall sind wir jetzt aus dem Gröbsten hoffentlich raus. Und ja, es steht echt nichts vorher so. Es kommt da keine Sau dann mehr weg, wenn er sich da mal hingestellt hat nach links. Oh, ist das dumm gemacht, ey. Und sehr geil gerade. Der Gegenverkehr war ja auch sicher am Stauen. Alter, das geht hier aber auch komplett runter, ne, die Street.
Boah, was das? Und ein Typ vorne im PKW, hinten im PKW, steigt auf einmal aus. Schönes Auto. Und rennt nach vorne und holt bei denen eine Kippe. Und dahinter war noch ein anderer LKW, der an mir vorbeifuhr. Hält nur seine Schachtel hoch und ihr Eier rein. Herrlich, das sind die Momente, da hast du aber zu lachen. Aber ja, ab auf der Autobahn. Ich glaube, hier gibt es heute auch nichts mehr zu lachen. Der Güterwaggon entgleist. Kranke Scheiße. So krank wie die ganze Staukacke hier die ganze Zeit. In ganz Deutschland circa 800 Kilometer Stau. Und über 400 davon nur hier in NRW. Und in diesem Sinne in der Firma angekommen. Oh, endliches. Mein Gott, ey. Das ist aber heute auch hier ein Heckmeck. Und dann fahren wir zu Markus, aber nicht MD Pictures Freizeitpark TV, sondern derjenige Welcher, der für onride.de die Videos macht. Oh, 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 wieder ein Paket. Was das wohl sein mag. Ich hasse Papier. Geil. Hoodie am Start für mich. Noch mehr Shirts. Ein paar Shirts für mich in bunt. Alles am Start. Auch Girly-Shirts wieder am Start. Wieder überhaupt am Start. Also, letzter Schwung. Limitierter Stuff. Haut da rein. Ich hasse Riesenbordsteine. Was ist das für ein Platz? So, erkennt man es? Nein, wahrscheinlich nicht. Das ist der Rhein, das ist der Fernsehturm, der Medienhafen. Wir sind in Köln. ja, waren jetzt gerade ein bisschen cheesy-meesy, chili-chili, Bierchen trinken, quatschen. Und jetzt geht's back in the hood. 2:30, ist noch früh. Aber wir müssen morgen wieder früh raus, da kommt noch ein langer Tag. So, El Clasico, wir hängen schon wieder an diesem scheiß Minto rum, holen Uschi von der Arbeit ab und die hat dann auch endlich Urlaub. Mir ist aufgefallen, gestern bei Markus, also Markus onride.de Videotyp, nicht, dass das verwechselt wird mit MB Pictures Freizeitpark TV, da habe ich gar nicht gefilmt. Aber auch, ist nicht so dramatic. Ja. Und wir fahren jetzt zu Toti und trinken uns da ein paar Bierchen und Schnäpschen und Sektchen und Weinchen. Und ja, ewig nicht mehr gesehen, wird auch mal wieder dringend Zeit. Und das war's dann für den Samstag. Und ja, T-Shirts sind wieder am Start, habt ihr ja schon gesehen. Und ja, schauen wir mal. Yo, yes, yes, yo, bi, ah, oh, tra. Ey, ich war seit langem wieder mal auf dem Schulhof jetzt. Wir parken nämlich gerade auf einem Schulhof und gerade noch schön mit Dick Bass über den Lehrerparkplatz gefahren. Und haben jetzt Sonntag, den 15. Mai und sind in Geldern auf der Kirmes angekommen. Also in Geldern angekommen, gehen jetzt zur Kirmes. Aus Mangel an Zeit, weil packen und Videos noch vorbereiten, haben wir Korschenbrüch, Neuss, Hückelhofen und Venlo gestrichen. Wir wollten erst eine kleine Kirmestour machen, aber das muss dann jetzt reichen. Und wir kriegen auch gleich noch Gesellschaft. 100 Meter und Stopp! Ja, Alkoholfahrer daraus. Es hätte fast ein schöner Tag werden können. Thank you.
Ja, Christian hat auch irgendwie einen Adler, sagte sie zu uns. Christian hat verkackt, hat dann die große Klappe gehabt, das hat die aber gehört. Erwartet. Nach oben, nicht nach unten. Ich rede hier gerade. So, jetzt aber. Die Jürgen Dabert hat so, Ohren schauen, wie ein Adler. Nachdem jetzt Christian gerade Uschi einen Einsatzantrag hat. ja, Markus und Rene sind schon wieder on the run. Die fliegen. Das dürfte bekannt sein, wenn der Vlog kommt, ne? Ich sag's nicht. Nicht, dass ich da doch noch Spoiler. Und ja, wir sind Dämonium gefahren. Review folgt. Und wie ihr seht, der Topspin ist down. Der Topspin ist down. So, Freunde. Wir sind durch mit der Kirmes in Yeldan. War geil. Special Dankeschön auf jeden Fall an den Breaker und auch an Jekyll und Hyde für die Extra-Runde. Und ja, machen wir was. Machen wir was. So, Freunde, Sonne, sieht man das, was wir machen? Wo wir uns rumtrennen? Wir fliegen zum ersten Mal. Wow, wow, wow. Was hier denn die ganze Nacht? Keine Ahnung, wir fliegen das erste Mal. Aber wir haben es schon geschafft einzuchecken. Punkt 1. Wie ist der hier hingekommen? Weil Erdwall, Straßen, Brücken, Parkhäuser. Man weiß es nicht. Punkt 2. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Zero G steht da drauf. Also mit dem würde ich lieber reisen. Schön Zero G Roll beim Abflug oder bei der Landung. Ein paar Inline Twists noch. Wir fliegen das erste Mal überhaupt. Selbst noch aufgeregt? Nein, eigentlich noch nicht. Aber ihr wisst ja immer noch nicht, wo es hingeht. Außer ihr habt Facebook, Instagram oder Twitter. Dann wisst ihr es. Wir sagen es noch nicht, oder? Ich darf das in den Titel überhaupt reinschreiben. Ja, die erste Woche nicht. Oder die ersten 2-3 Tage nicht. Und dann. Okay. Wenn das Video hochgeladen wird, ja. Und das steht nicht im Titel. Ja. In den ersten 1-2-3 Tagen gucken das die meisten Leute. Aha. Und danach schreibe ich es dann in die Titel. Das habe ich verstanden. Du. Gewöhnt euch dran. Ach Gott. Ja. Warum fliegt ihr denn nach Dresden? Na ja, gucken. NRW ist einfach ein Dorf. Schon wieder Leute am Flughafen getroffen, die man kennt. Und ja, kurz ausgetauscht, wer wohin eiert. Und wir haben gesagt, wir fliegen nach und der hat gesagt, nach Dresden. Wow. Komm. Die Frage schön. Die Frage schön. Ohne Schuhe in ein Loch voll Legosteine. Das kann nur eine Jigsaw-Aufgabe von Saw sein. Uschi kauft neue Bücher. Kann man alles anfassen. Ja, weil du nicht lesen kannst, ne? Der pumpt irgendwie Benzin über ein sehr lustiges System in das Flugzeug. Eins, zwei, eins, drei. Stufe 1, 3, 1, 2. Die große Kamera wurde übrigens eben gecheckt, ob das nicht eine Bombe ist. Die macht nur Bombenvideos. Das haben eine Verwechslungsgefahr.
jetzt geht's los. Das erste Mal fliegen mit Runner. Aber wohin nur? Ja, gut, wer Facebook oder Instagram hat, hat's schon gesehen. Und dann laufen alle der Menge nach. Wetten? Ja. Attention while we point out some of the safety features on this Boeing 737-800 aircraft. Please remove headphones during this demonstration. Further information may be found on the safety card, which is displayed within the area you are seated. Your captain invites you to read this card carefully before departure. Please now ensure that your seatbelt is securely fastened. Tray table is in the upright and locked position. Also wir können uns gleich, ne, gleich. Wir können uns in der Woche vergleichen.
ob das der andere dann auch so macht, aber ich finde, man landet nicht so. Sir, your hand luggage is not important at this time. Das ist ja lecker, ey. Wenn ich mal sitze und ein bisschen stehst, ey. Aber das Flugzeug ist auch voll Spaß. Da liegt da oben auf. Mit der größten Wahrscheinlichkeit runterzufallen. Wieder aus. Hinten ist aber auch gut Platz, ey. Cool. Wie fährst du damit? Jetzt heißt es Koffer einsammeln. Ich würde am liebsten mitfahren, ne? Da hast du mich schon voll geärgert, wenn das einer sieht. Yeah. Das ist wie dieser Koffer von Siebenstein. Jetzt ist es raus. Das ist cool. Das ist hässlich. Das ist cool. Das ist unser Aufkleber mit, drauf. Mit unserem Koffer ist übrigens schon Hitler verreist. Nee. Hitler. Das Geile ist, dass deine Klamotten einfach halb aussehen. Der scheiß Neobude. Frag nicht an der Information, an zwei Informationen konnte dir nicht weiterhelfen. Die eine sagt, ja, geht's im Metro runter? Da ist ein Automat. Und die andere sagt, hier ist ein Plan, wo wollt ihr denn hin? So. Und die haben zu, ohne Öffnungszeit. So, nach dem ganzen Struggle, Nerv und Stress, es gibt im Flughafen einfach keine Läden, nichts zu essen. Es ist voll der Hinterwäldler Flughafen. Ja, ist das so. Ja. Wir waren jetzt auch einmal überall. Aber ich habe auch keinen Schalter von Ryanair gesehen. Das ist auch schon mal nervig. Ich weiß auch nicht, welches. Also gerade mein Google Maps hat angezeigt Ryanair. Ist egal. Es gibt jetzt erstmal Grande Bier und Baguettes. Hast du mal gefühlt? Due grande Bier. Ich würde sogar sagen, nur ein Glas mit. Ich hole mir das hier an die Seite. Ja. Ich habe den Jingle vergessen. So. Ich wollte das so durch den Jingle ersetzen. Uschi ist auf Klo. Und wir suchen uns jetzt gleich hier eine gemütliche Ecke im Flughafen für die Nacht. Ja. Wir haben es halt nicht eingesehen, ein 7-Tage-Metro-Ticket statt ein 5-Tage-Metro-Ticket zu holen. Zum einen, also das war das kleinste Übel. Aber wie gesagt, sind wir erst um 8:30 hier angekommen und von hier zum Hotel circa eine Stunde vielleicht. Und da kommst du so spät abends an und dann noch aber eine komplette Nacht Hotel bezahlen, haben wir auch keinen Bock drauf gehabt. Und wir wussten auch nicht, wie lange das dauert, bis man den Koffer bekommt und überhaupt, wir sind das erste Mal überhaupt geflogen. Und dementsprechend haben wir gesagt, bleiben wir die Nacht hier, sparen uns die Kohle. Ne? Sparen. Kannst du viel machen. Muss halt Abstriche machen, wenn es halt mal die Nacht am Flughafen. War gut aussehen, ne? Oh, meine Brüste. Hallo, wir haben es jetzt 12:30 in der Nacht und wir sitzen in Madrid in irgendeinem Café. Hier gibt es auf jeden Fall San Miguel, aber langsam werden wir müde und suchen uns hier so irgendeinen Pennplatz in der Ecke. Weiß ich nicht, in der Nähe vom Klo am besten. Ich habe Hebe getrunken. Und dann gucken wir mal, was passiert, nicht? Ich mag Bier. Ja, klasse. Auch wenn ich das nicht in den Videos glorifizieren soll. Nee. Gute Nacht. Boah, ist das eklig. Ich sehe gut aus. Ja, du hast doch nicht geschlafen. Ach so, das ist. So sieht man aus, wenn man 4 Stunden da geschlafen hat. Und da wurde es eben. Als wir es auf den Boden gelegt haben, haben wir dann
nach 5 Minuten festgestellt, also ich habe schon geschlafen, ich habe mich geweckt, aber nach 5 Minuten festgestellt, dass das eigentlich nur der Junkie-Treff ist. Also wo die Junkies auf dem Boden liegen. Und ich sag, schnellstens vom Acker gemacht. Vor allem, als der eine anfängt, seine Hose auszuziehen. Das war echt nicht geil. Aber wir hätten schon Verdacht schöpfen müssen, als wir auf Klo waren. Nee, als wir auf dem Klo waren, dass Üchen da gerade sich ready gemacht hat. Alter. Ja, ich denke mal, wir snacken dann was gleich. Und dann legen wir uns vor die Neo-Bude, bis wir unsere Tickets für die U-Bahn bis uns hier. Man hat schon gesagt, ich komme mir nicht vor wie in Spanien. Und dass wir jetzt endlich krass so in Spanien sind, sondern ich komme mir vor, als ob wir im abgefucktesten ostdeutschen Einkaufszentrum rumhängen. Ich muss jetzt mal mir auf die Ecke schmeißen. Gigantos, ey. Ja, der ist eine anständige Tomate. Trotzdem danach schmecken. So, 10 vor 5 Frühstück. Schnauze voll von diesem Drecksland hier, den guten Sack. Scheiß Metro, Fotzen, Neo, Kackbrot, Drecksladen, Theke. Gibt's einfach nicht mehr. Die machen einfach nicht mehr auf und man kriegt im Flughafen sein Ticket nicht. Jetzt mussten wir hier dann noch mal ein Einzelticket holen für 5 Euro pro Person. Und jetzt fahren wir durch halb Madrid und suchen dann dieses scheiß Büro und dann ja, mal gucken, wann die aufmachen. So ein Hals, ey. Fahrt nicht nach Madrid. Oder kauft nicht vorher online die Tickets, weil ihr ja toll und nett seid und dass ihr zu 99% eh die Falschen sind. Die Runde ist wieder Urlaub. Voll scheiße. Und auch siehst du was. Ich brech ins Essen. Mist, ich glaube, das ist schon vorbei. Das ist mega geil. Mir rutscht die Hose runter, der Pulli hoch. Ich hab die Hand schon kaputt vom Koffer durch die Gegend tragen. Und wir haben jetzt doch unsere Metro-Tickets, waren jetzt an dieser anderen Touristenstation, haben ja einen 10er fürs durch die Gegend fahren bezahlt. Fick dich, Nutte aus der Metro, die uns nämlich verklickert hat. Man kriegt, ja, die hat es abgezogen. Die hat gesagt, die Bude, wo wir die Tickets holen wollten, die macht nie wieder auf, die hat jetzt für immer geschlossen. Und die verkaufen keine Tickets mehr und nur noch von der Metro gibt man Tickets und es gibt gar keine Tickets, die man online buchen kann. So. In jeder Lüge ist ja auch ein Körnchen Wahrheit. Zone A-Tickets werden von Neo nicht mehr verkauft, weil die denen das weggenommen haben. Zone T-Tickets, was wir haben, werden aber weiterhin verkauft. Jetzt haben wir 10 Euro in den Sand gesetzt und 1,5 Stunden Zeitverlust. Also 1,5 Stunden Zeitverlust bis zum Öffnen. Ja, wir wären eigentlich schon im Hotel nicht mit diesen scheiß Koffer los. Igitt. Tja, aber das Mädel bei Neo war jetzt echt nicely nett und hat uns gut geholfen. Auch wenn die das erst nicht gerafft hat und uns auch das Geld erstatten wollte. Nein. Aber dann gerafft hat, dass das so eine T ist. Und da hatten sie jetzt noch 3 Tickets von da. Jetzt gibt es ja noch eins. Gebt Gas. Nein, also wenn ihr auf die dumme Idee kommen solltet, ohne Mietwagen durch Madrid zu pacen. Hä? Ja, ist so schön hier. Dann könnten, ja, ist auch scheiße, ist nicht Madrid, das ist Mülldritt. Wenn ihr auf die Idee kommen solltet, ohne Mietwagen hinzureisen. Ja, kauft dann Tickets in der Metro am Schalter, kostet genauso viel an dem komischen Automaten und den kann man sogar auf Deutsch stellen. Wir waren am Hotel, haben den Koffer abgegeben, Check-in ist frühestens ab 2, das wären noch 4 Stunden. Also eventuell auch. Was? Ja, ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt raus müssen. Das ging jetzt zu schnell. Wir sind aus dem Hotel raus, da kam schon der Bus. Und versuchen uns auf den Weg zu machen zum ersten Count in Spanien.
So, wir fahren jetzt S-Bahn, damit wir auch alles durch haben. Und ja, das mit dem Bus hat nicht so geklappt. Der hat uns nicht dahin gebracht, wie Maps es gesagt hat. Stand auch nicht drauf, aber ist das ätzend, ey. Wir haben jetzt 22 Kilometer Fußmarsch vor uns. Es fährt einfach nichts zu diesem riesen Einkaufszentrum. Mein Schuh ist immer noch auf. Wir sitzen im Reisebus. Was ein Linienbus. Also wie gesagt, wir brauchen noch ein Schiff und ein Taxi, dann haben wir alles durch. Ein riesen Shopping-Tempel-Palast. Yay! Nein, aber muss man sich in Spanien auch mal angucken. Ne? Da ist man mal. Es ist so groß. Mit Hufen. Alter! Candies! Und Hundefutter. Das ist doch was! Damit willkommen zum ersten Lost Count auf dieser Tour. Fickt euch. Lost. Ja, Lost Freizeitpark. Was ist das für ein Scheiß? Boah. Ich will die Wasserfontänen schon sehen. Wann ist die jetzt? Show de la Fuente ist das bestimmt. Bären. Das ist also der einzige, der bremst. Die hat gesagt, du sollst wie ein Polizist. Wie ein alter Polizist. Also nicht, weil du alt bist, sondern von früher. Ohne Brille? Nee, heute nicht mehr. Wow. Oh, hi. So sieht's hier in der Hut aus. Yeah. Hier geht voll viel ab, es ist aber voll die kleinen Läden und es ist alles so trashig. Lieferdienst. Also das ist echt das, was Deutschland noch fehlt auf jeden Fall. So, und dann hier die ersten Jason für einen neuen Ride in den Bread Review Studios. Auch schon da.
packen wir gleich ins Handgepäck. Ja, right. Einmal saufen. Aber hier. Ja, right. So, wir befinden uns quasi hinter dem Hotel und haben hier halt einen riesen langen Park und den Rio Madrid und chillen jetzt am Skatepark, trinken was, chillen was und danach geht's zum Flug. Hier stehen Zypressen und Palmen und Alter, was denn los mit dieser Welt? Richtig geiler Beton-Skatepark, so richtig klischee-mäßig mit Bowls und allen drum und dran. Ist das geil. Schade, dass ich skaten kann. Oder nicht mehr. Der Hund läuft uns. Der läuft uns jetzt schon seit 2 Minuten hinterher. Oh. Was ne Fotze. Yippie-ko-yo-yes, yes, yo. So. Ja, ich hab den Jingle vergessen. Ich weiß nicht mehr. Ich kann ihn auch nicht mehr. Habt ihr ein Glück? Oder wir spielen ihn einfach gehört, dann ein. Wir haben in der Tokio 9 gehört und das... Alles gelöscht. Den weiß ich aber auch nicht. Eben am Skateplatz gechillt, länger als gedacht, war echt cool. Und ja, ein bisschen Blader, ein bisschen Skater geguckt. Dann war Uschi gerade nochmal auf Klo. Und jetzt noch ein bisschen hier über die Promenade und gucken uns auch noch diese Spiralbrücken-Schrottkacke an. Keine Ahnung. Hallo. Ja. Wir haben jetzt, also erstmal hatten wir den Service hier oben, um den Fernseher in Ordnung zu bringen, denn wir konnten nicht umschalten. Ja, man konnte nur lauter und leiser machen. Und an und aus. Und an und aus. Aber sonst auch nichts.
Und waren wir gerade noch in einem Supermarkt, haben noch ein bisschen was eingekauft, bisschen Brot, bisschen Wurst, das essen wir dann jetzt. Weil wir haben jetzt auch irgendwie keinen Hunger auf großartig irgendwas zu tun. Aber wir haben jetzt auch schon gleich 23 Uhr. Und der macht jetzt gleich auch schon zu. Aber es gibt auch hier 24-Stunden-Läden, die... Ja, wie ein gut bestücktes Kiosk in Deutschland, was auch die halbe Nacht auf hat. Ja, und dann snacken wir jetzt mal was. Und dann war es das eigentlich. Dann setzen wir uns gleich noch raus, kriegen noch ein Bierchen, dann zwei, drei. Und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Euch dann erstmal eine gute Nacht. Guckt das Video lieber weiter, statt ins Bett zu gehen. Hier übrigens der rohe Schinken oder selbst auch hier diese überkrasse Salami. Das sind dann echt, das ist das, was bei uns im Feinkostladen am Start ist, vom Taste her. Kostet 1 Euro, Alter. Good morning in the morning und willkommen beim zweiten Tag in Madrid oder zweieinhalbten, wie auch immer man das sehen will. Der Bus, der fährt auch schon den ganzen Tag vor und zurück, damit da die Taxen rauskommen, damit da hinter jemand reinkommt. Jetzt fährt der LKW hier gerade, der hat hier gerade gewendet und fährt zurück jetzt hier in die Bude rein. Auf dem Rück haben wir sogar mal ein bisschen Staub. Und der will wenden, ne? Schön die Chromfelgen am Bus. So, jetzt. Ja, war ein bisschen zu früh. Ja. So, wir sind auf dem Weg zum Parque de Atracciones. Eigentlich ist das die U-Bahn, die wir nehmen müssen, aber die fährt heute nur bis Gleichstation. Jetzt gerade. Ja, ist wahrscheinlich so ein Busverkehr, Entlastungszug. Also nehmen wir den nächsten in 6 Minuten. Hinter uns ist die U-Bahn-Station für den Park. Die ist auch sehr schön. Ja. Und ist auch da ausgestattet, dass du hier raus sollst und dann wirst du davon begrüßt. Ist das nicht schön? Wir gucken uns jetzt erstmal den Park an, also hier den. Das sind die Grünflächen. Schöne Aussicht. Wir gehen ein bisschen spazieren durch die Büsche hier und das ist der Park. Wo ist denn El Homo? Oh, jetzt sitzen wir vor dem Haupteingang. Nicht viel spektakulärer. Sind ein bisschen hier rumgechillt, aber... Also ich glaube, eine U-Bahn-Station weiter ist das, wo auch die Paddelbötchen und so sind. Ja? Es soll ja hier in dem Park auch was sein. Mhm. Auf jeden Fall noch Spielplatz und so, Picknick-Ecke. Ja, und jetzt warten wir, dass die Tore öffnen. Und wir rein können. Und dann fahren wir da Achterbahn. Ein Schulbus nach dem anderen kommt hier gerade an. Also zur Schuluniform gehören scheinbar Hotpants und weiße Superstars. Oh Mann. Bah, hier sind nur Schulklassen inzwischen. Ja, gerade erste Runde Tornado hier fahren. Alter. Das Ding fährt erst ab 24 Leuten. Man braucht 12 Leute für vergessen. Und hier brauchst du auch 24 Leute, sonst fährt der nicht. Jetzt ist das Ding auch voll, aber wir standen halt erstmal 5 Minuten alleine da. Und dann haben wir alle Zeit der Welt, bis hier mal beladen wird. So wie man sich Spanien vorstellt. Ne? Und überzeugend tut mich die Bahn jetzt auch noch nicht. Wir müssen hier nochmal hinten fahren. Wir sind jetzt gerade erste Reihe gefahren, da schlägt die an einigen Stellen ordentlich. Und bremst in den Übrigen. Hey, bestes Wetter und.
einige Coaster schon gefahren und einige Sachen. Und jetzt waren dann der ganz große Vogel, der da gerade am Baum rennt. Das sah aus wie ein Pfau. Durch mit der Park der Attraktion in Madrid, pacen wir zum Hotel, duschen, frisch machen und dann geht es zum Futter. So, frisch gemacht, geduscht, kurz gechillt und jetzt geht's zum Hoppa Hoppa und zwar zu Domino's. Hoffentlich komme ich noch die Tartins. Geil. Mhm. Die waren sehr gut, wie der geht. Genau. Dr. Uschi. So. Irgendwie funktioniert das nicht, ne? Nee, du musst es vorschieben und dann nochmal abknappen. Ich habe vorgestellt, ja, wie Öl da drauf ist. Warum ist bei dir nicht so viel Öl drauf? Weil ich keine Salami habe. Der Ballon. An dieser leeren Stelle stand die Uhr der Uhren. Die war richtig, richtig geil. Das ist eine alte Filmkamera. Like alte Filmkamera als Uhr. 28 Euro oder was? Wo wir schon gesagt haben, ja komm. Haben wir gesagt, komm, holen wir und dann wollten wir aber erstmal den Koffer zum Hotel bringen und waren dann noch so unterwegs, als wir dann wiedergekommen sind. War die weg. Sowas verkauft eigentlich kein Laden. Es geht nie weg, sowas. Das ist immer da. Man will es einmal kaufen. Das habe ich jetzt wahrscheinlich 3 Jahre lang erzählt, weil ich voll unkonzentriert war und versucht habe, über die Straße zu kommen. Ach, und das ist auch die andere Seite von Madrid. Yeah. Boah, krass. Sieht das komisch aus? Ey, nicht in mein Gesicht. Auf zum Park Warner. Auf zum Atom. Am Busbahnhof angekommen. Bayo Cruz. Da, Villaverde Bayo Cruz ist da, ist U-Bahn-Station. Und das ist die Bushaltestelle vom Bus 412. Und der fährt 4-mal morgens, 5-mal. Einmal die Stunde auf jeden Fall fährt er zum Park Warner und das ist auch die einzige Möglichkeit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln dahin zu kommen. Was? Zweimal die Stunde. Zweimal die Stunde? Ich fahre zweimal die Stunde. Ist auch einer der wenigen Busse, die eine feste Zeit haben. Sonst ist ja alles mit öffentlichen Verkehrsmitteln zwischen morgens 6 und abends 8 kommt der alle so und so viele Minuten. Das ist ja die Regel. Ja, laut Maps war auch das wieder voll weit auseinander und Bushaltestelle suchen und bla bla bla. Und also nutzt nicht Maps für öffentliche Verkehrsmittelverbindungen irgendwie. Das funktioniert gar nicht. Denn Maps kennt hier gar keine Verbindung zum Park Warner. Weil der halt diese ganzen Autobusse nicht kennt oder nicht ins Thema oder whatever. Ja, auf jeden Fall mit dem 412 kommt man dahin. Also steht auf jeden Fall dran, noch sind wir nicht da. Wollen wir jetzt noch, weil wir jetzt noch Zeit haben, weil wir frühzeitig angekommen sind, was zu trinken uns holen. Überall wird mit Automaten und Kiosken, Bütchen, Trinkhallen zugeschissen. Hier gibt's nichts, gar nichts.
Nada. Ein riesen Busbahnhof. Gestanden. Der geschlossen aber ist. Mahlzeit, jetzt willkommen beim Park Warner und es wird voll. Es kommen immer mehr Klassen, alle mit den gleichen T-Shirts wie wir. Nur sind wir zwei und die sind 2 Milliarden. Schauen wir mal, was der Tag so bringt. Wir haben 7,5 Stunden Zeit. Ansonsten holen wir uns für 5 Euro ein Ticket für morgen nochmal, wenn wir nicht alles schaffen sollten. Aber ich habe Hoffnung. Wir waren nicht auf dem Shooting Cube, wir waren auf der normalen Wasserbahn. Und die Hose klebt und alles ist nass. Jetzt gehen wir auf den Shooting Cube. Mal gucken, was uns da erwartet. Und wenn wir uns gerade schon mal melden. Wir haben es also geschafft, innerhalb von 1,5 Stunden Stuntfall, Superman und Batman zu fahren. Mm. Batman sogar Front Row, Stuntfall absichtlich hinten. Und Superman war gerade frei. Und wir sind dann jetzt zwischen auch noch Coaster Express gefahren, den Woody. Das war ganz empfehlenswert. Ganz hinten war nicht so empfehlenswert. Ja, kann man sich nicht aussuchen. Saßen in der letzten, allerletzten Reihe. Und ist mit... Ich will nichts mehr über Bandit hören. Bandit ist super. Bandit ist sanft. Bandit ist langweilig. Das Ding Bandit schlägt. Bandit 1.0. Die Idee zu Bandit. Ja, so viel dazu. Ach ja, man kann ja natürlich noch erwähnen, ich habe wieder mein B&M-Coaster-Gewicht erreicht. Ich brauche keine Big Boy-Seats mehr. So, Freunde der Sonne, hinter uns seht ihr Stuntfall. Und ich war jetzt auch das zweite Mal gefahren. Einmal ganz hinten, einmal ganz vorne. Ganz vorne hat man halt echt krasse Hangtime. Das ist schon fast Flying-Time. Dafür schlägt man aber umso härter unten ein, sobald der Zug wieder der Gravitation ausgesetzt ist. Wir waren auch nochmal auf Superman, sind da auch vorletzte Reihe und erste Reihe gefahren. Drückt ordentlich das Ding, das ist so wie bei der Mamba, dass der halt richtig reindrückt. Und jetzt warten wir, dass der nochmal fährt, dass wir nochmal ein bisschen Offroad-Aufnahmen machen können. Und dann geht's ab in den nächsten Themenbereich, würde ich mal sagen. Juhu. Haben wir den Old West bis auf den Shooting Cute. Der war nämlich zugestimmt, haben wir gar nicht weiter geblockt. Das sind nämlich auf der anderen Wasserbahn gewesen, da waren wir drauf, das haben wir erzählt. Stimmt. Ja. Oh Gott. Die Sonne bekommt mir nicht. Aber die Sonne ist nicht so scheiße wie bei uns. Es sind 5 Milliarden Grad, bestimmt 35 oder so inzwischen. Ja, bestimmt. Aber es geht echt relativ gut klar. Ja, dann gucken wir gleich mal die anderen Sachen uns an und werden uns später nochmal auf dem Schiebenkühl abkühlen. Und ich freue mich schon voll auf das Stuntshow. Und wir haben alle beide einen Tinnitus von diesen ganzen Schreikindern hier, ey. So sieht's aus, wenn man einen richtigen schönen Cute fährt. Oder auch so. Oder auch so. Warte, trockene Bank. Ja. Nass bis auf alles, bis auf die Knochen. Nein. Also richtig sicke nass geworden, ey. Übertrieben. Sieht man das? Ich tropfe. Ich sitze hier nur zum Trocknen und tropfe. Das ist so übertrieben. Das hat euch aufgehört einfach. Nicht so nass wie ich, ne? Ich bin auch komplett nass. Okay. Das ist trocken hier, siehst du das? Jo, oh. Was geht ab? Wir sitzen jetzt in der Police Academy Stunt Show. Ja, die Moviepark ist auch mal Police Academy und das sieht man auch noch. Einige Sachen sind 1:1 und der ganze Look ist ja sehr ähnlich, ne? Ist nur nicht so pompös, finde ich. Aufgebaut. Ja, und nachdem wir quasi ertrunken sind, haben wir jetzt aber auch alles durch und alles gefahren, außer die Kinderrides. Achterbahn mit Mehrfachfahrten und haben jetzt 10 nach 5. Die Show füllt sich, um 5:30 geht's los. Und Marc und auch, also
Die Marke von Golden Tee. Ey, das ist das Ding überhaupt. Die schreien alle den ganzen Tag rum. Das geht gerade noch. Die schreien eigentlich noch mehr. Die sind so behindert. Ich habe so ein Pfeifen im Ohr schon. Und Marc von Golden Tapes und auch der Flavestar haben das gestern schon geschrieben, dass der Theme Parks Worldwide aus England, dieser Vlogger im Park der Attraktionen war, da haben wir den gesehen. Und ich habe dann gesagt, der wird dann heute wahrscheinlich auch hier sein. Und den haben wir gerade auch gesehen. Aber ja, komischer Typ so, der kriegt doch nichts mit. Der hat nur Tunnelblick irgendwie. Kriegt links und rechts gar nichts mit. Naja, also nicht connected. Aber ich gucke die Videos auch nicht, von daher. Wäre nur für euch cool gewesen, den einfach hier in den Vlog reinzuziehen. Aber ja, habt da doppelte Videos zu gucken. Wahrscheinlich ist deiner auch früher online als meiner. Achso, hier in der Bushaltestellenwerbung ist ein Batterie, der Altbatteriesammler unten drunter. Ne? Kann man so sagen, oder? Mit normalen Batterien, so Knopfzellen und. Und normale Batterien? Und normale Batterien. Andere Batterien. Keine Ahnung. Wenn das normal ist. Vielleicht sind das Akkus. Batterias mobile? Guck mal, wie der Mops da hinten wird. Mein Mops? Ja, so da vorne mit dem Fischei. Ich durfte übrigens gerade ein Fotomodel in der U-Bahn spielen für ein Mädel, was die Finger tätowieren wollte. Fotografieren wollte. Oh. Wenn sie nachstechen können, kein Problem. Ist das nur wieder rein? Ich denke, das ist doch was. Wir wollten, also wir haben uns frisch gemacht, wollten eigentlich in die Stadt fahren und da was Cooles essen. Jetzt sind wir hier gelandet. Direkt halt vom Hotel, wie auch gestern Domino's, was noch näher am Hotel ist. Weil wir sind echt ausgelutscht und haben irgendwie auch keine Kraft und Energie mehr. Der ganze Trip war bis jetzt schon anstrengend. Morgen machen wir Stadt und die Stadt unsicher. Und gestern gab es schon die Diskussion wegen Tapas-Essen. Zum Beispiel hätten wir beide auch mega Bock drauf, aber wir haben beide keinen Plan. Wir haben beide noch nie Tapas gegessen, also noch nicht mal in Deutschland, wissen nicht, was bestellt man, wie und wie funktioniert das überhaupt, was bestellt man, also das dann auf Spanisch, forget it, weil hier kann auch keiner Englisch und, aber es gibt Eistee mit Refill. Und diesen, also der Burger ist echt heiß, ja, und dicke Pommes, ja, voll krass. Yeah. Hola Chicos und Chicas, hört man das im Hintergrund gerade, die Ampeln, die zwitschern, wenn die grün werden. Ja, wir haben nach dem Frühstück noch eine Runde Skippo gezockt und haben Mittagsschläfchen gemacht, Bierchen getrunken vorher. Und jetzt sind wir nachmittags finish, frisch, erholt und fahren jetzt mal in die City nach Sol. Ne? Und gucken uns mal ein bisschen Madrid an und heute Abend haben wir noch eventuell etwas Ride-Review-mäßiges im Petto. So Fernseher dabei, ne? So, wir schreiben jetzt ein paar Postkarten, das macht man ja sonst auch nicht auf Tour, aber ne, kann man ja mal bringen, wenn man hier so ein Chili-Day hat. Und sehr fascinated, ihr habt das wahrscheinlich gerade in den Impressionen gesehen, sind hier ganz viele Straßenhändler mit gefälschten Fußballtrikots, gefälschten Schuhen, gefälschten Handtaschen und die haben dann alles so auf einer Decke und da sind dann viele Kordeln dran, die zusammenlaufen ein und dann, wenn die Carabinieri kommen, wird schnell dran gezogen und dann wird noch schnell gerannt. Super witzig, ey. Und ich stehe da alle in reinem Glied und gucken die ganze Zeit, wie die Erdmännchen, ey. Leider haben wir noch nicht gesehen, wie die am Botten sind. Vielleicht haben wir das Glück heute noch. Das sind so Touristenziele, die ich habe. Das ist
ist so geil, dass sich einfach keiner nah dran traut, weil die dann Angst haben, dass sie abkassiert werden. Wenigstens der unten drunter halt schaffen. Ja, aber klar, wenn du nah dran bist, kann ich nicht, er kommt Cola nicht, sondern wenn du ein Foto machst, so Atlan. Genauso wie hier Minnie Maus, die bestimmt von Disney hier hingestellt worden. Das ist ja krass. Ja, hat er geguckt. Guck mal, wenn die weg sind. Das ist definitiv das Unmännlichste, was ich je in meinem Leben getan habe. Ich bin davon auch noch nicht so überzeugt. Es geht mir jetzt schon um den Sack. Schön hier auf der Treppe herum. Wenn das nicht mal richtig Swag hat, wie die Toreros da auf dem Bus. Nein. Der Vlogging kam, oder? Scheiß Brite. Das ist ein bisschen so durch Madrid und das ist falsch. Und dann ist hier ja, Skate Contest Battle Jam Session. Mega cool, ey. Einfach mal so zwischen den Häusern, zwischen neben der Einkaufsstraße. Voll geil.
finde ich gut. Oh, sie hat ein Aggressionsproblem. Cool. So ein Lämpchen. Wieso nicht? Meinst du nicht? Das war verrückt. Bist du dumm wie die Brille? So ist es viel geiler, in die Metro runterzufahren. Ja, wir lachen gerade über unsere Busfahrzeiten zu Hause. Ja, gut. Richtig. Wir sind wieder an Pakistur, diesem riesen Einkaufskomplex. Das war eine scheiß Idee von dir. Ja? Da kommen wir nicht drüber. Warum können wir einfach nicht wie normale Menschen gehen? Wir müssen immer Uschi-Abkürzungen nehmen, die doppelt und dreifach so lang sind. Hallo! Wir holen jetzt erstmal den fehlenden Count von Dienstag. Verdammte Axt. Ja, Dienstag war so verflucht und verkackt. Und dann wollen wir was essen hier. In so einem geilen American Diner. Ja, wir sind in Spanien, wir gehen in den American Diner. Aber so ein cooles haben wir bei uns nicht. Und, und irgendwie soll irgendeine Show noch sein. Und da ist halt so Wasserfontänen-Show-mäßig irgendwas aufgebaut. Schauen wir mal. Oh, hier. Adios. Adios. Ich finde, ich kann das tragen. Ich kann alles tragen. Schweißerbrille. Oh Gott. Das funktioniert ja gut. Und dann? Aha. Die Spanier gehen mir so auf den Sack. Ey, ist die scheiß Zapfanlage defekt. Ja, jetzt, wo wir uns dem Ende nähern, macht Madrid da weiter, wo es angefangen hat, mit Abfuck und Warten. 22 Uhr sollte die Show losgehen. Um 10:30 ist dann jetzt mal das Licht ausgegangen. Jetzt gerade, wo ich anfange, geht auch dann mal um 10:55 der riesen helle, übertrieben helle Fernsehmonitor, Werbemonitor aus. Naja, vielleicht geht dann irgendwann mal diese Scheißhaus-Show auch los. Also, ne, nach dem Abfuck Dienstag, so damit wir morgen früh, wenn wir fliegen, doch dran denken, geht's so weiter, ey. Und die schreien hier alle rum wie die Gestörten. Boah, ey, nimm mich auf, ey. Ja, das ist
Echt jetzt? Da kann man jetzt auch mal aufstehen. Das ist natürlich sehr swag, kennt man ja gut. Ja, das ist ja das, was wir vorher gehört haben. Die Billig-Airlines sind hier ein bisschen versteckt im Flughafen in Madrid. Aber es gibt Strom, wir haben Bier und gleich gibt es ein rundes Skippo an 2, 3, 4. Die anderen sind ja direkt am Haupteingang, ne? Mhm. Das ist zum Beispiel den ganzen Flughafen. Das ist ja allerdings auch so. Köln. Also, du kommst ins Terminal rein, das sind direkt Ryanair. Ja. Überall. Wir gönnen uns jetzt. Flughafen Leipzig. Ich hab's verkackt. Flughafen Lifestyle. La la la. Bitte, du bist. Warte. Au. Au. Nee, jetzt weg. Du kriegst. Nee, lass das bitte. Ich räume hier. Ich finde hier gleich nicht rum. Hier ist gerade einer mit diesen Postcontainern lang gefahren, mit diesen 3-4 Anhängern. Und ist so, boah, der verliert den doch. In dem Moment, boah, verliert er diesen Container einfach. Dann ist fast der Bus da reingedeppert, der da hinterher geknallt ist. Das Geile ist, er hat ihn auf Seite gezogen und stehen lassen und fährt jetzt ohne den weiter. Er muss zwar eigentlich irgendwo hin, sonst wird er den durch die Gegend fahren, aber egal. Germania, ja, toll. Denk windig und kalt hier. Jetzt. Das ist so schön. nee, Entschuldigung, da sind wir nicht. Nee. Also, wir haben ja damit gerechnet, dass du Mama und Papa drauf kommst. Nee. geil, Alter. Das ist gut.
bei dir? Ja. Ja. Ich habe euch gefunden. Ja. Hallo. Du dumme Sau, hab ich mich erschrocken. Ihr kennt das Ding aber schon. Hast du das gesehen? So, wie ihr gesehen habt, hat unser Ziehsohn Hissian uns schön vom Flughafen abgeholt und jetzt gibt's Mangiare. Richtig, eigentlich nicht Mangiare, bei Charas. Wir gehen essen. Was ist los? Das ist ja, wir werden jetzt loslegen. Oh. Hallo. Wir gehen jetzt Eis kaufen. Boah, das ist immer so lecker. Kannst du ja so Spaghetti-Eis kaufen. Das zieht mal gut, ne? Oh ja. Nee. Das ist echt lecker, das veganes Eis. Da ist noch Eis. Oreo. Ich finde Eis scheiße. So, lecker gegessen, die beim Club dann Eis. Und jetzt lassen wir entspannt den Abend ausklingen. Und wenn nichts mehr passiert, beenden wir diesen Vlog jetzt hier, oder? Weil mehr machen wir eigentlich erstmal nicht mehr, wer weiß. Ich bin immer noch bereit für spontane Einsätze, aber ansonsten war es das jetzt von diesem Vlog. On Tour, Ride Review. Ihr seid die kurz ein bisschen diesem Mal, haut rein. Peace. Der bei uns? Du brauchst keine Brille, zieh mal raus. Der sieht ja so riesig. Der hat doch immer so viel Dorn, ich will einmal der WG-Dekart trinken. Der kann doch kommen. Ja, ja. Heb dir die Schnauze, der ist bekloppt. Ich bin schon nach Chemie. Welche Größe ist das? Ja, Fett L.